Heute möchte ich euch nochmal was erzählen zum Trail Grand Brilon. Und zwar ist es nämlich so, dass das einer der ersten Trailcenter in Deutschland ist, was richtig bekannt geworden ist. Davor gab es nur das Trailcenter in Rabenberg im Erzgebirge, aber schon seit einigen Jahrzehnten Trailcenter in England, in Wales, Schottland und so weiter. Da sind die schon ja, Ewigkeiten bekannt und beliebt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, kommt mal vorbei, fahrt in eins der Trailcenter, weil das ist eine super Alternative zu Bikeparks, gerade für normale Fahrradfahrer, die jetzt nicht so an großen Drops und ja, schwierigen Strecken interessiert sind. Und in so einem Trailcenter, da ist es eigentlich auch so, dass sich ja, der Besucherandrang sehr gut verteilt. Zum Beispiel in Brilon sind das 17 bis 20 Kilometer, so genau weiß ich es aktuell gar nicht. Genau. Und man braucht auch nicht viel Höhenmeter. Es gibt auch tolle Trailcenter in Dänemark und in den Niederlanden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welche Trailcenter ihr so empfehlen könnt. Ich habe jetzt hier noch in der Videobeschreibung direkt und im ersten Kommentar mein Video, wo ich den Trailpark Winterberg und den Trail Grand Brilon vergleiche. Also die beiden Trailcenter hier in der Umgebung. Und in der ganzen Gegend hier, Willingen, dann Hessen, Edersee-Region, Waldeck, entstehen noch weitere 5 Trailcenter, glaube ich. Das ist eine ganze Menge. Also das wird richtig, richtig toll. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu meint. Fahrt ihr lieber in den Bikepark oder lieber in Trailcenter? Bis dann und viel Spaß mit den Highlight-Aufnahmen, die ich jetzt hier gemacht habe.